dreier Landwirte stammen, die Mitglieder der CDU-CSU-Bundestagsfraktion sind. Für diese sitzen sie im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft und haben so direkten Einfluss auf die Gesetzgebung, die die Tierschutzbestimmungen von Tieren in der Landwirtschaft regelt. Hier trifft also das Eigeninteresse der Abgeordneten als Unternehmer auf Aufgaben und Pflichten ihres politischen Amtes für das Allgemeinwohl. Was dieser Interessenkonflikt für die Tiere in den Betrieben der drei Politiker bedeutet, zeigen diese aktuellen Aufnahmen. An diesem Stall ist der CDU-Bundestagsabgeordnete Johannes Röhring beteiligt. Er gilt als einer der Hauptlobbyisten für die umstrittene Initiative Tierwohl und spricht sich gegen gesetzliche Verschärfungen beim Tierschutz aus. Die Tiere in der Anlage zeigen Verletzungen, Lähmungen und andere Krankheitssymptome. Ein totes Schwein liegt aufgedunsen auf dem Boden. Die hygienischen Bedingungen sind erbärmlich. Missstände, die so zwar in der intensiven Tierhaltung üblich sind, im Betrieb eines Tierwohllobbyisten aber einen besonders bitteren Nachgeschmack hinterlassen. Auch in der Anlage im Umfeld des CDU-Abgeordneten Franz Josef Holzenkamp sind die Zustände ähnlich schlecht. Mit Kot verunreinigte Tiere, viele Schweine, die im sogenannten Hundesitz verweilen, blutig gebissene Schwänze, zahlreiche Wunden. Und auch hier finden die PETA-Ermittler tote Tiere im Stall. Tierschutzrechtliche Bestimmungen umzusetzen, würde wohl dem Profit des Betriebes des Abgeordneten schaden. Als Politiker stellt der Landwirt jedenfalls Forderungen, denen er in seinem eigenen Stall nicht mal ansatzweise gerecht wird. Made in Germany muss zu einem Markenzeichen für besonders tiergerecht und nachhaltig erzeugte Lebensmittel werden. Ähnlich katastrophale Zustände auch in dieser Schweinezuchtanlage des CDU-Abgeordneten Josef Rief. Viele der Tiere im Stall haben Geschwülste am Körper. Kratzer, Wunden und abgebissene Schwanzspitzen zeugen vom Stress, dem die intelligenten Tiere hier ausgesetzt sind. Die PETA-Ermittler finden Sauen in Kastenständen, die sich kaum bewegen können. Dann finden sie noch eine Kühltruhe voller toter Tiere. All das im Betrieb eines Politikers, der sich auch für den Schutz der Tiere einsetzen soll. Unter dem Eindruck der Aufnahmen klingt diese Äußerung von Josef Rief im Bundestag wie blanker Hohn. Nutztierhaltung in Deutschland erfolgt heute fachlich, hygienisch und in Bezug auf Tierschutz auf sehr hohem Niveau. Als praktizierender Landwirt weiß ich, dass der Tierschutz in unseren deutschen Ställen noch nie auf höherem Niveau war. Seine eigene Anlage kann er damit nicht gemeint haben. PETA-Recherchen dokumentieren seit Jahren, wie in deutschen Ställen gegen die ohnehin schon minimalen gesetzlichen Regelungen verstoßen wird. Jetzt zeigt sich, dass die Politiker, die vorgeben, gegen diese Zustände vorgehen zu wollen, selbst das Problem sind und offensichtlich daran interessiert, dass das System der intensiven Tierhaltung in Deutschland erhalten bleibt. In allen drei Stellen der Abgeordneten wird gegen geltendes Recht verstoßen. Daher wird sich für Tiere in der Landwirtschaft so lange nichts ändern, wie die Agrarlobby im Bundestag über ihre eigenen Anliegen entscheidet. Bitte fordern Sie Kanzlerin Merkel auf, diese Tierqual zu beenden.